Und jetzt ist es mir ganz anders zumut. Ich bin hier in der Weinkellerei vom Siebentopf und das wirklich an dem Ort des Geschehens. Hier fließen alle die Säfte raus, kommen aus diesen wundervollen Fässern und werden dann in einer speziellen Abfüllung euch wieder kredenzt. Bei mir ist Lukas. Lukas, sag mal, kommen die Leute ja sonst gar nie hier runter. Es gibt aber eine Möglichkeit, man kann euch besuchen. Ja, wir haben jetzt am 20. bis 22. April haben wir das Weinfestival, Donnerstag bis zum Mitte Samstag, wo eigentlich die ganzen Türen offen sind und man kann alles anschauen und die ganzen Weine auch degustieren dazu. Jetzt Lukas, du hast gesagt degustieren, zurzeit ist gerade der Übergang, wir sind im Frühling. Ich nehme mal, im Sommer trinkt man doch auch ein bisschen andere Weine, man kann nicht einfach so einen schweren Tönder rausnehmen oder vielleicht eben doch, was erlebt man denn in dieser Degustation? Also decken das ganze Bandbreite ab, von Sommer und Winter. Klar, Sommer sind ein bisschen die leichten, ein bisschen die frischeren Weine, können wir bei uns auch degustieren. Deutschland zum Beispiel, fantastisch, der Riesling von der Mosel oder das Rheinhessen oder auch unsere eigenen Produkte, ein frischer, knackiger Riesling Silvaner aus Maisberg. Passt perfekt für den Frühling oder im Sommer. Jetzt hast du mich lustig gemacht, hast ein paar Namen zitiert. Erzähl doch noch so ein paar Blumen aus eurem Sortiment. Ja, wir dürfen zwei neue Weingüter vorstellen. Eine aus der Maremma, ein ganz kleines Familienweingut, haben wir jetzt seit einem Monat im Sortiment, die höchstgelegenen Rebberge in der Maremma. Und das andere wäre zum Beispiel noch neu aus Sardinien, auch ein kleines Familienweingut, sehr frischige, saftige Weine, tolle Weine für einen Übergang, Frühling, Sommer. Jetzt eben ein Thema Frühling, man kommt bei euch degustieren, heisst das, man befindet sich dann nur im Haus oder wie ist das Ganze, glaube man darf sagen, fest aufgebaut? Also wir haben eigentlich über das ganze Areal verteilt, über 30 Winzer, wo man ihre Weine degustieren kann. Man kann etwas dazu essen, das ist der Grill und für das brauchen wir natürlich Platz. Darum, der Laden ist offen, der Keller ist offen, hinten die Abfüllanlage, die Weinhalle, man kann alles anschauen und überall auch etwas dazu degustieren. Und wo? In Liestl. In der Weinkellerei? Siebentopf.